Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, zunächst vielen Dank, Herr Minister Albrecht, für den ausführlichen Bericht. Circa 1,6 Millionen Tonnen konventioneller Munition, muss man sagen, liegen in heimischen Gewässern auf dem Grund der Nord- und Ostsee. Eine unvorstellbar große Menge. Herr Rickers, Sie haben es eben schon gesagt, Ihr Güterzug reicht von Kiel, glaube ich, bis Hannover, meiner nach meinen Berechnungen sogar noch weiter. Also ich glaube, wir reden über um die 1000 vollbeladene Güterzüge, wenn man das mal so nimmt, von normaler Länge. Aber das ist egal, nur dass man sich das vorstellen kann. Parteiübergreifend stelle ich fest, herrscht Einigkeit, dass etwas passieren muss und uns läuft buchstäblich die Zeit davon. Aber wir werden uns auch von dem Gedanken verabschieden müssen, dass wir alles bergen können, was da auf dem Grund liegt. Das heißt, wir werden uns auf die Gebiete konzentrieren müssen, wo bekannt ist, dass dort im großen Maßstab Munition versenkt wurde, die Versenkungsgebiete. Und damit wir mit einer Bergung dann auch alsbald beginnen, denn in 30 oder 40 Jahren hat sich das Problem dann von alleine erledigt, denn wir wissen, die Ortung der Munition ist nur möglich, solange diese Metallhülle noch intakt ist. Ist die Metallhülle erstmal vollständig korrodiert, liegt das TNT oder der Sprengstoff auf dem Meeresboden und kann auch nicht mehr geortet werden. Und die Korrosionsgeschwindigkeit ist auch von Nord- und Ostsee unterschiedlich, aufgrund des Salzgehaltes, der Strömungen und aber auch von, ob es nur eine Granate ist oder eine Seemine, wie dick die Hülle ist. Wir haben es gehört, Experten gehen davon aus, dass es eine Anschubfinanzierung von 100 Millionen Euro bedarf. Und da denke ich nicht, dass wir für 100 Millionen schon die vollfertige, völlig automatisierte Plattform bekommen werden. Wenn die Instandsetzung der Gorch Fock bereits schon fast 140 Millionen kostet, werden wir also dann nicht die volle Plattform haben, die vollautomatisiert ist. Und Herr Bornhöft, es wird auch kein Jobmotor sein, denn niemand möchte auf dieser Plattform arbeiten. Wie gesagt, die wird vollautomatisiert dort ihre Funktion erfüllen. Ja, ja, hergestellt werden muss sie und das werden wir für 100 Millionen nicht bekommen. Und Experten gehen davon aus, dass dann also die jahrelange Bergung, die kostet ja auch Geld. Und da reden wir von Stand heute mindestens 30 Milliarden Euro. Und sobald diese Zahl fällt, ist eigentlich klar, dass das Land Schleswig-Holstein das überhaupt nicht leisten kann. Also nicht einmal im Ansatz. Der Bund ist daher in der Pflicht, benötigte Mittel zur Verfügung zu stellen. Da aber auch im Bundeshaushalt bekanntlich keine Milliarden einfach so herumliegen, gehe ich persönlich davon aus, dass das Problem politisch dann erneut auf die lange Bank geschoben wird. Und genau das passiert, was nämlich nicht passieren sollte, nämlich dass am Ende die Munition in einem so schlechten Zustand ist, dass man sie zum überwiegenden Teil dann doch im Meer belässt oder belassen muss. Und von daher ist, glaube ich, die Landesregierung gefordert, ob nach der Wahl oder jetzt noch vor der Wahl, den Druck in Berlin deutlich zu erhöhen, weil die Mittel müssen einfach vom Bund kommen. Wir können das hier nicht leisten und auch nicht im Verbund der Küstenländer. Das wird nicht möglich sein. Vielen Dank, dass Sie mir zugehört haben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.